Sie sind ja auch Medienschaffender, Sie machen Wissen vor 8 in der ARD. Wie nehmen Sie eigentlich gerade den Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Medien wahr? Sie sind ja Teil des ganzen Medienbetriebs, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und das Image der Medien hat ja sehr gelitten. Wie nehmen Sie das als Medienschaffender wahr? Also das merkt man natürlich. Und ich glaube, dass sich das ein Stück weit die Medien auch selber zuzuschreiben haben. Also wenn Sie jetzt, ich will jetzt nicht groß ins Politische gehen, aber wenn Sie über die großen Plattformen, über die großen Mehrbetreibenden, die eine ganze Bevölkerungsgruppe als Pack, als dumm, als unverschämt, als Nazis beschimpfen, dann darf man sich nicht wundern, dass viele davon sich dann abwenden und das Gefühl haben, ich werde nicht ernst genommen. Also ich bin ein großer Fan der Meinungsfreiheit und ich wurde gerade auch ganz oft gefragt, was ich zu Böhmermann sage. Ich finde es vollkommen richtig, dass Meinungsfreiheit nicht angetastet wird und ich stehe voll dahinter, dass der das sagen darf. Aber ich stünde auch voll dahinter, wenn Thilo Sarrazin das gesagt hätte. Und ich finde, da müssen die Medien auch eine größere Lockerheit besitzen, dass sie auch Meinungen zulassen, dass sie sich auch mit Leuten an den Tisch sitzen, die komische Meinungen haben, die krude Meinungen haben und die teilweise auch fürchterliche Meinungen haben. Dieser alte Spruch von Voltaire, ich hasse, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür geben, dass du sagen darfst. Und ich glaube, das fehlt mir in der jetzigen Debatte sehr. Wie bewerten Sie vor diesem Hintergrund den Begriff Lügenpresse, der ja nicht nur historisch stark besetzt ist, sondern natürlich auch eine Realität widerspiegelt, die viele Leute zwar so empfinden, aber wahrscheinlich die sich so ja nicht halten lässt. Ja, das ist natürlich ein Marketingbegriff. Klar, der hat natürlich auch, ich weiß nicht, wer den zum ersten Mal benutzt hat und dann wurde er halt aufgenommen. Das finde ich natürlich ein Quatsch, dass da irgendwie rumgelogen wird oder sowas. Aber ich finde halt trotzdem, dass man sich, ich hatte ja, das vorletzte Programm von mir hat sich um das Thema Freiheit gedreht. Und da habe ich schon die Erfahrung gemacht, dass in Deutschland eher so dieses Obrigkeitsdenken stärker ausgeprägt ist als dieser grundliberale Gedanke. Und ich finde, gerade in der jetzigen Phase, wo es einfach zu Meinungen, zu Umwerfungen kommt, merkt man das ganz stark, dass wir Deutschen gerne versuchen, wir sind gerne Lehrer. Every German is a preacher or a teacher. Und ich finde, da würde ich mir eine offenere Diskussion wünschen und an alle Medienschaffenden und an die gesamte Bevölkerung.